Hey zusammen, Lotte-san hier und willkommen zu einem neuen Video. 2013 legte die Xbox One bekanntlich einen katastrophalen Start hin. Bei Always Online, DRM, Kinect-Zwang und so weiter mussten sogar die größten Xbox-Fans kräftig schlucken. Das Ergebnis war eine Riesenwelle an Kritik und der wahrscheinlich größte U-Turn im Gaming, bekannt als Xbox 180. Microsoft machte die meisten Änderungen so schnell wie möglich rückgängig, doch der Schaden war bereits angerichtet und das Image der Xbox am Boden. Es wurde die Webseite Xbox User Voice ins Leben gerufen, dort konnten Spieler ihre Ideen vorstellen, um die Plattform zu verbessern. Ein neues Motto war geboren: Wir hören auf euch. Die Webseite war super erfolgreich und wurde von vielen Spielern auch rege genutzt. Eines der am meisten herbeigesehnten Features war dabei die Abwärtskompatibilität zur Xbox 360. Aufgrund der verschiedenen Architekturen der beiden Konsolen war lange Zeit nicht klar, ob das überhaupt funktionieren würde und die Chancen standen eher schlecht. Auf der 2015er E3 Pressekonferenz kündigte Phil Spencer dann aber stolz an, dass die Xbox One eben genau dieses Feature bekommen würde. Das Feedback war grandios. Today I'm pleased to announce Xbox One backward compatibility. Seitdem hat sich das Programm stetig weiterentwickelt. Es wurden regelmäßig neue Titel hinzugefügt und bietet heute eine Bibliothek von mehreren hundert Spielen von der originalen Xbox und Xbox 360. Doch was als reiner Fanservice begann, um Goodwill aufzubauen, wurde im letzten Jahr mit dem Launch der neuen Xbox-Generation zur absoluten Notwendigkeit. Denn wenn Series X und S nicht abwärtskompatibel zur Xbox One gewesen wären, dann wäre Microsofts größter Vorteil gegenüber der Konkurrenz, der Game Pass, als Verkaufsargument zumindest für die neue Generation verpufft. Zum Start befanden sich nur eine Handvoll Series X und S optimierte Spiele im Abo und selbst heute, 3 Monate später, würden von den aktuell 285 Spielen nur 28 übrig bleiben für alle Besitzer der neuen Konsolen. Nicht besonders verkaufsfördernd. Allein deshalb hatte Microsoft also schon ein sehr viel größeres Interesse daran, die Kompatibilität auch weiterhin sicherzustellen als beispielsweise Sony. Aber nur weil es zur Notwendigkeit wurde, hat Microsoft nicht aufgehört, Herzblut reinzustecken und den Service stetig zu verbessern. Was für PC-Spieler schon immer gang und gäbe war, hat Microsoft 2017 auch im Konsolenbereich eingeführt. Mit dem Launch der Xbox One X wurden abwärtskompatible Spiele von Haus aus verbessert, sowohl bei Performance mit höheren oder stabileren Bildraten, schnelleren Ladezeiten, als auch visuell mit schärferen Texturen und Auflösung von bis zu 4K bei vielen Titeln. Und das alles, ohne dass der Gamecode der Spiele verändert werden musste. Mit dem Launch der neuen Generation hat Microsoft das Ganze aber auf die Spitze getrieben. Nicht nur, dass abwärtskompatiblen Spielen weiterhin die volle Power der Series X und S zur Verfügung steht und somit Bildraten sowie Auflösung weiter verbessert werden, man stellt auch ein ganz neues Feature vor: Auto HDR. High Dynamic Range oder kurz HDR bietet einfach gesagt ein größeres Farbspektrum sowie höhere Helligkeitswerte und lässt ein Bild dadurch realistischer oder natürlicher aussehen. Heutzutage bieten viele Spiele bereits HDR, aber vor dem Launch der Xbox One S und PS4 Slim gab es das im Konsolenbereich nicht. Womit natürlich auch kein Spiel, das vor 2016 erschienen ist, die Technik unterstützt. Aber Microsoft hat es geschafft, eben all diese älteren Spiele mit einem automatisch erzeugten HDR auszustatten. Es ist wirklich unglaublich, welchen Einfluss das auf teils 10 Jahre alte Spiele haben kann und wie frisch diese plötzlich wieder wirken und das alles auf Systemlevel, ohne dass der ursprüngliche Code der Spiele verändert werden muss. Und nun hat Microsoft den nächsten Schritt für das Programm angekündigt, den FPS-Boost. Dieser ist in der Lage, bei abwärtskompatiblen Spielen die Bildrate von 30 auf 60 Frames zu verdoppeln oder, wie im Fall von New Super Lucky's Tale, von ursprünglich 30 auf 120 Frames sogar zu vervierfachen. Auch das wieder, ohne dass der ursprüngliche Gamecode angefasst werden muss. Zum Start werden erstmal 5 Spiele unterstützt: Sniper Elite 4, UFC 4, New Super Lucky's Tale, Far Cry 4 und Watch Dogs 2. Weitere Spiele sollen jetzt alle paar Wochen folgen, also ähnlich wie es bei der ursprünglichen Abwärtskompatibilität war. Leider wird nicht jedes Spiel in der Lage sein, den FPS-Boost zu nutzen. Bei einigen Spielen ist das Team auf Probleme gestoßen, wie beispielsweise, dass Animationen oder Physikberechnungen plötzlich doppelt so schnell liefen. Was bestimmt ganz lustig aussieht, wird aber natürlich zum Gamebreaker, wenn Gegner sich plötzlich doppelt so schnell bewegen. Somit muss wirklich jedes einzelne Spiel von Hand getestet werden, um potenzielle Probleme zu erkennen. Das kostet Zeit, weswegen die Spiele auch hier, wie gesagt, in Wellen ausgerollt werden. Außerdem steht man auch bei jedem Spiel mit den Entwicklern in Kontakt, um diese zu fragen, ob sie mit dem Ergebnis denn zufrieden sind. Man möchte natürlich auch nicht die ursprüngliche Vision der Entwickler umgehen. Darüber hinaus könnte es auch sein, dass die Entwickler eigene Pläne mit dem Spiel haben. Sei es, dass sie einen eigenen Next-Gen-Patch in der Mache haben oder vielleicht eine Remaster-Version planen, die sie verkaufen möchten. Auch diese Faktoren spielen alle damit rein.
Und bedenkt, dass es sich dabei um ein reines Feature der Abwärtskompatibilität handelt. Es also keine Spiele betrifft, die bereits ein Series X und S Upgrade erhalten haben. Aber dabei sollte man ja ohnehin davon ausgehen, dass die Spiele dann besser laufen. Welche Spiele und vor allem wie viele am Ende vom FPS-Boost Gebrauch machen, bleibt abzuwarten. Aber allein die grundsätzliche Möglichkeit, alte Spiele so länger aktuell zu halten, finde ich schon grandios. Aber was ist eigentlich, wenn ich den FPS-Boost gar nicht möchte? Was, wenn ich das automatische HDR gar nicht möchte? Wenn ich die Spiele ganz genau so spielen möchte, wie sie ursprünglich erschienen sind? Also zuerst möchte ich dazu einmal sagen, wenn man einmal ein altes Spiel mit automatischem HDR gespielt hat, dann möchte man es nicht mehr missen. Zumindest geht es mir so. Es ist einfach unglaublich, wie gut diese teils uralten Spiele plötzlich wieder aussehen. Aber auch für die Puristen unter uns hat Microsoft eine Lösung präsentiert. Denn es wird jetzt möglich sein, dass wir das automatische HDR und auch den FPS-Boost abschalten können, wenn wir es wollen. Und nicht nur nach dem Motto ganz oder gar nicht, sondern für jedes einzelne Spiel. So kann sich jeder entscheiden, bei welchem Spiel er es möchte und bei welchem nicht. Das Team arbeitet also weiterhin daran, das Vermächtnis der Spiele nicht nur zu wahren, indem man es mit in die nächste Generation nimmt, sondern verbessert sie auch stetig. Natürlich wird dadurch ein 10 Jahre altes Spiel optisch nicht urplötzlich mit einem Assassin's Creed Valhalla konkurrieren, aber nichtsdestotrotz bleibt es dadurch auf jeden Fall länger attraktiv. Und na klar, das macht Microsoft auch nicht aus reiner Nächstenliebe, denn natürlich ist es ein super Verkaufsargument für die Xbox-Plattform. Doch es ist nicht nur ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz, die das Ganze wohl so nicht anbieten kann, sondern es bietet auch geschäftliche Möglichkeiten, Spiele länger aktuell zu halten. Wir haben alle einen Backlog und manchmal schieben wir Spiele so lange vor uns her, dass sie irgendwann einfach nicht mehr wirklich zeitgemäß wirken. Denn ganz ehrlich, wenn man mit der neuen Generation immer mehr Spiele in 60 Frames spielt, dann fällt es den meisten einfach schwer, zu 30 Frames zurückzukehren. Und in den letzten Generationen waren 30 Frames einfach der Standard. Mit diesem Boost können auch diese Spiele wieder in einer Performance gespielt werden, an die wir uns in den nächsten Jahren wohl mehr und mehr gewöhnen werden. Aber es betrifft nicht nur Spiele, die wir bereits besitzen. Auch Spiele, die wir aus Zeitgründen oder was auch immer zum Release nicht gekauft haben, werden plötzlich wieder interessant. Nehmen wir zum Beispiel mal Red Dead Redemption. Das Spiel war eines der am meisten gewünschten für das Abwärtskompatibilitätsprogramm. Allein das Gerücht, dass es aufgenommen wird, hat es damals zurück in die Top 10 der Verkaufscharts gebracht. Und das, obwohl es ohne jegliche Verbesserung daherkam. Es war einfach nur spielbar. Also egal, was man in sozialen Medien immer wieder liest, es gibt absolut einen Markt für alte Spiele und der könnte sich durch diese ganzen Verbesserungen sogar noch vergrößern. Spiele bleiben länger frisch und verkaufen sich dadurch wahrscheinlich auch länger. Das wiederum bringt mehr Geld und Geld ist bekanntlich immer der größte Innovationstreiber, natürlich auch im Gaming, auch wenn viele Spieler das oft vergessen. Und deswegen glaube ich, dass der FPS-Boost auch noch nicht das Ende der Fahnenstange darstellt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Boost für die Auflösung? Watch Dogs 2 läuft jetzt zwar mit 60 Frames, aber die Auflösung liegt weiterhin bei nativen 900p. Ist das vielleicht das nächste Ziel für die Abwärtskompatibilität? Microsoft hat bereits vor einiger Zeit DirectML vorgestellt, eine Technik, bei der Machine Learning, also im Prinzip künstliche Intelligenz, dazu genutzt wird, die Auflösung von Bildern zu erhöhen und sie somit schärfer darzustellen. Das Ganze wurde an Forza Horizon 4 vorgestellt. Entwickelt wurde das Ganze ursprünglich, um die Hardware zu entlasten, da man zum Beispiel kleinere Texturen nutzen kann, die weniger Speicher verbrauchen und das entsprechende Spiel trotzdem scharf aussieht. Ich bin jetzt zwar nicht der größte Technik-Nerd, aber wenn ich das richtig verstanden habe, muss das heute noch in Spiele direkt eingebaut werden, damit es nutzbar ist. Aber vielleicht findet Microsoft ja auch dabei eine Lösung, es auf Systemlevel zu integrieren. Es würde mich nicht wundern, denn wenn man es schafft, doppelt so viele Frames aus einem Spiel rauszuholen und HDR zu ermöglichen, ohne dass der eigentliche Code des Spiels angefasst werden muss, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ebenfalls im Bereich des Möglichen liegt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Team in der Zukunft noch alles für uns bereithält. Und wie sieht's mit euch aus? Spielt ihr gern auch mal alte Spiele? Oder ist alles, was älter als ein Jahr ist, für euch völlig veraltet und uninteressant? Habt ihr schon einige ältere Spiele mit Auto-HDR spielen können und was sagt ihr dazu? Und die wichtigste Frage: Welche Spiele würdet ihr euch für den FPS-Boost wünschen? Schreibt mir das wie immer in die Kommentare oder haut mich auch gern gleich auf Twitter an, wo ich auch regelmäßig meinen Senf zu allen möglichen Themen rund ums Gaming dazu gebe. Wie gehabt, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wenn ihr glaubt, dass ihr jemanden kennt, der genau dieses Video unbedingt sehen muss, dann teilt es mit ihm. Ich für meinen Teil verabschiede mich und bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Ich bin immer noch Lotus Sun und wir sehen uns im nächsten Video.